Nahrungsergänzungsmittel sind ein boomendes Milliardengeschäft. Das Angebot ist riesig und es wird immer größer. Die Präparate sind vielseitig einsetzbar, man findet praktisch für jedes Problem ein passendes Heilmittel. Ich bin in einen Supermarkt gegangen und habe geschaut, was ich dort finde. Ich habe sogar eine Liste für Sie geschrieben. Ich habe Tabletten, Kapseln und verschiedene Tropfen für diese Erkrankungen gefunden. Ist das nicht wunderbar? Sie können sich heilen, ohne einen Arzt besuchen zu müssen. Sie können sogar Tabletten mit demselben Wirkstoff im Supermarkt kaufen, wie Ihr Arzt für Sie rezeptieren würde. Zum Beispiel Vitamin D. Dieses Vitamin gibt es sowohl in Form von Nahrungsergänzungsmitteln und auch in Form von Arzneimitteln. Wissen Sie aber, was der Unterschied zwischen den beiden ist? Was sind eigentlich Nahrungsergänzungsmittel? Mit diesem Thema beschäftigt sich das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit und die aktuell gültige Nahrungsergänzungsmittelverordnung vom Jahr 2004. Laut dieser sind Nahrungsergänzungsmittel Lebensmittel, die dazu bestimmt sind, die allgemeine Ernährung zu ergänzen. Die wichtigste Aussage dieses Satzes ist, dass Nahrungsergänzungsmittel Lebensmittel sind. Was genau in diesen Präparaten sein darf, ist so geregelt. Die Verordnung sagt, demnach ist derzeit nur der Zusatz von Vitaminen und Mineralstoffen in Nahrungsergänzungsmittel geregelt, nicht jedoch der anderer Stoffe, wie etwa Aminosäuren, essentiellen Fettsäuren und Pflanzen- oder Kräuterextrakten. Solche Stoffe unterliegen damit dem Verbotsprinzip mit Erlaubnisvorbehalt und sie dürfen nur dann verwendet werden, wenn sie für den jeweiligen Zweck zugelassen wurden. Klingt erstmal ganz gut. Es gibt aber noch eine ganz interessante Sache. Sagen wir, dass Sie ein neues Präparat auf den Markt bringen wollen. Wie gehen Sie vor? Logisch wäre, dass Sie zunächst eine Rezeptur für die Tabletten entwickeln würden. Danach sollten Sie prüfen, ob die Inhaltsstoffe tatsächlich die erwünschte Wirkung erzielen oder nicht. Dazu macht man am besten einen Test. Sie geben 50 Menschen ihre Tabletten und 50 anderen Menschen eine Tablette ohne Wirkstoff, das heißt Placebo. Dann gucken Sie, ob Ihr Produkt im Vergleich zum Placebo wirkt oder nicht. Wenn es wirkt, müssen Sie berechnen, welche Dosis die beste und sicherste Wirkung erzielt und Sie müssen produktionstechnisch umsetzen und sicherstellen, dass tatsächlich jede Tablette diese Dosis enthält. Dann müssen Sie schauen, gibt es Nebenwirkungen? Welche Warnhinweise sollten auf die Verpackung geschrieben werden? Für wen könnten Ihre Tabletten vielleicht nicht empfohlen werden? Ihr Produkt wird engmaschig untersucht, die Zusammensetzung wird kontrolliert und wenn es alles stimmt, können Sie es verkaufen. Sind Sie mit dieser Vorgehensweise einverstanden? Würden Sie wünschen, dass die Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln so handeln? Sie werden dann mächtig enttäuscht sein. Das, was ich Ihnen gerade erzählt habe, gilt nämlich nur für die Entwicklung und Zulassung für Arzneimittel und nicht für Nahrungsergänzungsmittel. Nahrungsergänzungsmittel sind ja Lebensmittel und keine Medikamente und für solche Produkte muss das alles nicht getan werden. So, zurück zu unserem Beispiel. Wenn Sie Ihre Nahrungsergänzungsmittel verkaufen möchten, haben Sie relativ wenig Arbeit damit. Das Einzige, was Sie machen müssen, ist das Ausfüllen dieses Formulars. Was wird hier alles gefragt? Produktname, ja. Geschmacksrichtung, Datum des ersten Inverkehrbringens, optional. Muster des Etiketts, Verkehrsfähigkeit optional. Hersteller zum Glück nicht optional. Alle Merkmale des Nahrungsergänzungsmittels inklusive Inhaltsstoffe und Zutatenliste sind optional. Na gut, diese müssen am Etikett stehen und das muss man ja zuschicken. Sie schicken es ab. Wenn Sie auf dem Etikett nichts geschrieben haben, was verboten wäre, und Sie die sonstigen formalen Anforderungen erfüllt haben, kann es gleich losgehen. Ihre Tabletten stehen sofort überall zum Verkauf bereit, sogar bundesweit. Viele Menschen werden sie auch einnehmen, aber was ist letztendlich in ihren Tabletten drin? Sie müssten ja nicht einmal eine Probe einschicken zur Prüfung, nichts. Und was sagt der Gesetzgeber dazu? Das BVL nimmt keine Bewertung der Produkte auf die Übereinstimmung mit den lebensmittelrechtlichen Vorschriften und ihrer Verkehrsfähigkeit vor. Für die Einhaltung der Rechtskonformität ist der Lebensmittelunternehmer oder Inverkehrbringer selbst verantwortlich. Das Produkt kann zeitgleich mit der erfolgten Anzeige beim BVL in den Verkehr gebracht werden, solange alle lebensmittelrechtlichen Anforderungen eingehalten werden. Die Überwachung der Produkte erfolgt durch die jeweils für Lebensmittel zuständige Überwachungsbehörde in den Bundesländern. Eine Prüfung der Erzeugnisse durch diese Behörden oder durch das BVL vor dem Inverkehr bringen ist rechtlich jedoch nicht vorgesehen. Das heißt, dass Nahrungsergänzungsmittel stichprobenartig im Rahmen der amtlichen Lebensmittelüberwachung untersucht werden. Und was schätzen Sie, wie viele solcher Untersuchungen werden jährlich veranlasst? 9000 an Lebensmitteln,
an allen Lebensmitteln, nicht nur Nahrungsergänzungsmitteln. Und was denken Sie, wie viele neue Produkte gibt es im Jahr? Laut des Handelsblattes gäbe es rund 8500. Nicht jedes Präparat kann kontrolliert werden. Heißt das, dass Sie völlig ohne Kontrolle alles in Ihre Tabletten packen können? Vielleicht wollen Sie sparen und tun nur halb so viel Wirkstoff rein, als was auf dem Etikett steht. Wie soll das schon der Konsument merken? Oder vielleicht gibt es eine Verunreinigung in der Produktion und es landen Stoffe in den Tabletten, die dort gar nicht hingehören. Vielleicht sind Sie ein Psychopath und wollen Menschen töten und Sie vergiften uns alle. Das wird so nicht klappen. Ganz krasse Probleme mit solchen Präparaten sind nicht sehr häufig. Nicht jeder kann Tabletten produzieren und die zum Teil namhafte Hersteller, die in der Produktion arbeiten, würden nicht riskieren, durch eine schlechte Qualität das eigene Image zu schädigen. Unfälle passieren aber. Ich möchte noch ganz bewusst provokativ zu Gedanken anregen. Viele sagen, dass man die großen Pharmakonzernen nicht vertrauen kann. Dort finden zwar extrem strenge Kontrolluntersuchungen statt, manche sagen aber trotzdem, dass klassische Arzneimittel nicht vertraut werden kann. Und dann muss ich aber die Frage stellen, warum sind diese ganzen Nahrungsergänzungsmittel vertrauenswürdiger? Vor einigen Jahren gab es große Aufregung wegen zwei Präparaten des Herstellers USP Labs. Das ist eine amerikanische Firma, spezialisiert auf Sporternährung. Sie verkauften zwischen 2008 und 2014 das Produkt Oxy Elite Pro. In dem Produkt befand sich ein illegales Mittel, DMAA, welches auch als Dopingmittel gebraucht wird. Sie hatten diesen Wirkstoff aber nicht angegeben, behaupteten stattdessen, dass sie pflanzliche, natürliche Wirkstoffe verwenden würden. Sie verkauften das Produkt 5 Jahre lang, bis es auffiel, dass einige Konsumenten Leberschäden bekamen. Bis 2014 konnte in 97 Fällen ein Zusammenhang zwischen Leberschäden und Oxy Elite Pro aufgedeckt werden. 3 Personen benötigten eine Lebertransplantation und eine verstarb. Die amerikanischen Behörden veranlassten Untersuchungen und entdeckten, dass der gefährliche Wirkstoff auch in weiteren Produkten nachweisbar war, zum Beispiel Inject. Die Untersuchungen konnten am Ende über 100 beteiligte Hersteller identifizieren, die gefährliche Nahrungsergänzungsmittel vermarktet hatten. Die Folgen? Dem USP Labs geht gut. Sie haben nur das zu sagen. In 2015 wurde ein Artikel in der New York Times veröffentlicht über einen anderen Betrug. Es wurde aufgedeckt, dass 4 von 5 pflanzlichen Nahrungsergänzungsmitteln kein einziges der auf dem Etikett deklarierten Kräuter enthielten. Stattdessen fanden die Forscher billige Füllstoffe wie pulverisierten Reis, Spargel und Zimmerpflanzen. Ein weiteres Beispiel. Eine Frau in England nahm sehr lange hohe Dosen an Selen ein und dadurch konnte in ihrem Blut ein 50-fach erhöhter Selenspiegel nachgewiesen werden. Sie entwickelte dadurch eine ausgeprägte Seh- und Gedächtnisschwäche. Die Symptome haben sich zwar nach der Therapie zurückgebildet, ein ausgeprägter Gehirnschwund blieb aber zurück. In Deutschland ist die Situation besser als in Amerika, aber diese Produkte werden auch hierzulande gehandelt. Und ein Beispiel aus Deutschland. Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg untersuchte zwischen 2014 und 2017 verschiedene Nahrungsergänzungsmittel für Schwangere und stellte fest, dass 17 von 25 Produkten mehr Jod und Folsäure enthielten als die empfohlene Menge der Fachgesellschaften. Diese Produkte werden natürlich auch teurer verkauft, da ja mehr drin ist. Sowas ist nicht lebensgefährlich, klar, sagt aber einiges über die Mentalität und Handelsweise dieser Produkthersteller. Es gibt natürlich vertrauenswürdige Hersteller, die einwandfreie Produkte liefern. Nahrungsergänzungsmittel sind auch nicht vom Teufel, sie sind aber in den meisten Fällen völlig überflüssig. Auf der Webseite des Bundesinstituts für Risikobewertung habe ich diese schöne Zusammenfassung gefunden, mit der ich absolut einverstanden bin. Nahrungsergänzungsmittel sind für gesunde Personen, die sich normal ernähren, in der Regel überflüssig. Bei ausgewogener Ernährung bekommt der Körper alle Nährstoffe, die er braucht. Auf der anderen Seite kann eine einseitige, unausgewogene Ernährungsweise nicht durch Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln ausgeglichen werden. Die Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln ist nur in besonderen Situationen sinnvoll, wie zum Beispiel für Schwangere und Frauen mit Kinderwunsch, COPD und Krebserkrankungen, bei Kurzdarm- und chronisch entzündlicher Darmerkrankungen. Senioren sollten vor allem die Vitamine A, B und D supplementieren, für Veganer und Vegetarier. Als Ausnahme würde ich das Vitamin D hervorheben.
Ein Vitamin-D-Mangel ist so häufig, dass es wirklich Sinn macht, mindestens in den Wintermonaten an ein Supplement zu denken. Ob Sie sich das Vitamin von Ihrem Hausarzt auf Rezept verschreiben lassen oder ob Sie ein Präparat aus der Drogerie holen, müssen Sie selber entscheiden. Sie ahnen sicher schon, dass ich Ihnen empfehlen würde, dieses Thema mit Ihrem Hausarzt zu besprechen. Sie können auch zum Beispiel mal den Vitamin-D-Spiegel kontrollieren lassen. Zur allgemeinen Vitaminversorgung in Deutschland und sinnvolle Nahrungsergänzung werde ich auch in dem nächsten Video ein bisschen mehr sagen. Ich möchte Ihnen zum Schluss erzählen, warum ich keine Nahrungsergänzungsmittel außer Vitamin D im Winter einnehme. Sie hier ist künstlich und kommt aus einem Labor. Er ist natürlich und kommt aus meinem Garten. Hier ist eine sehr hohe Menge an Vitaminen und Mineralstoffe drin, die ich nicht brauche und sowieso ausscheiden würde. Der Apfel dagegen enthielt eine ausgeglichene, deutlich vielfältigere Mischung an Mikronährstoffen und zusätzlich Ballaststoffen. Ein Apfel sättigt und dadurch isst man auch weniger ungesunder Kram. Das hier ist teuer, das hier ist billig und das schmeckt mir auch. Ich weiß nicht, was in dieser Kapsel drin ist. Sie kann Nebenwirkungen haben und wenn ich Pech habe, kann mir theoretisch auch was Schlimmeres passieren. Das ist ein Apfel. Hier kann im schlimmsten Fall mal ein Wurm drin sein. Ich kann Sie natürlich aber nicht einzeln beraten, das war auch nicht mein Ziel. Ich möchte Sie aber zum Nachdenken animieren. Was denken Sie über das Thema? Haben Sie dazu Fragen oder sind Sie vielleicht ganz anderer Meinung? Sagen Sie uns gerne Bescheid, entweder in den Kommentaren oder per E-Mail. Und vielen Dank für die Aufmerksamkeit, bis zum nächsten Mal.